Oper am Gänsemarkt Inside. Einblicke in die Hamburger vergessene Berühmtheit. Moin moin und herzlich willkommen bei der Historischen Oper am Gänsemarkt in Hamburg. Heute vor 345 Jahren, am 2. Januar 1678, wurde in Hamburg das Opernhaus eröffnet. Man nennt es Hamburger Theatro, Hamburgischer Schauplatz, Opera oder die erste stehende Oper. Der Name Oper am Gänsemarkt kam viel später hinzu. Abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube, auf Vimeo und bei den meisten Podcast-Diensten und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten. So machen wir zusammen das vergessene Hamburger Opernhaus der Barockzeit wieder bekannter. Es war ein großer, aber schlichter Fachwerkbau am linken Alsterufer. Von außen einer Scheune oder einem Speicher ähnlich, war es in seinem Inneren mit modernster Technik ausgestattet und prachtvoll geschmückt. Im Haus fanden fast 2000 Zuschauer Platz. Die sehr große Bühne hatte 3 Prospekte und verfügte über 15 Kulissenpaare, was für damalige Zeit ziemlich am Überfluss grenzte. Am Eröffnungstag wurde die Oper Der erschaffene, gefallene und aufgerichtete Mensch von Johann Theile, dem Hofkomponisten des Herzogs von Holstein-Gottorf, Christian Albrecht, aufgeführt. Mit dem Geist der deutschen Gründlichkeit fing man in der ersten Hamburger Oper auch stofflich ganz von vorn an, indem man die Geschichte von Adam und Eva wählte. Wie sollen wir uns diese Aufführung vorstellen? Ich weiß nicht, ob es hilft, wenn ich Ihnen sage, dass die Produktionen der ersten geistlichen Opern am Gänsemarkt in sich volkstümliches Barocklied und norddeutsches Oratorium, ähnlich den Lübecker Abendmusiken Buxtehudes, verbanden mit Traditionen von englischen Wanderbühnen, venezianischer Oper, aber auch mit dem Zusammenspiel von Tänzen und Gesängen unter französischen Einflüssen. Von der Jesuitenbühne her kamen die großartigen Maschineneffekte, so wenn Jehova mit seinen Engeln in der großen Maschine mehrmals erdwärts und auffährt. In der Luft fliegende einzelne Engel und Teufel und schließlich die Schlusserscheinung des Salvators Christi in einer sonderlichen hellen Maschine. Es gab viel Groteskes und Komisches, es wurde auch sehr gelitten und getrauert auf der Bühne. Was wohl wirklich kaum zu finden war, war die erdrückend pathetische Ernsthaftigkeit der Opernaufführungen nachfolgender Generationen. Es wurde viel gelacht, gewundert, gestaunt und geplaudert im Zuschauerraum. Qualitativ wurde von Anfang an höchstes Niveau angestrebt. Johann Theile, seine Musik erklingt in diesem Video, der vortrefflich die Kunst des Kontrapunktes und ebenfalls den Stil der venezianischen Opern beherrschte, war auf dem Gebiet der geistlichen Musik ein ebenbürtiger Meister neben Dietrich Buxtehude und Johann Adam Reinken. Der Textdichter war Christian Richter, den ein Chronist einen kaiserlichen gekrönten Poeten nennt. Für die Bühnenbilder war der niederländische Maler Hermann Kamphausen und für Ballette Monsieur de la Feuillade verantwortlich. Biblische Opern setzten in Hamburg eine feste Tradition fort. Sie waren schlicht und einfach extrem populär, bei allen Schichten der Bevölkerung und nicht, wie oft behauptet wird, in erster Linie ein Zugeständnis an die Kirche. Matthias Weckmann, als Organist an der Hamburger Jakobikirche tätig, hat bereits knapp 20 Jahre vor der Eröffnung der Hamburger Oper damit angefangen, Oratorien mit seinem Collegium Musicum aufzuführen. Die Dramatisierung der Weltschöpfung ging im Grunde auf die mittelalterlichen Osterspiele
zurück. Aus der frühen Gattung der Weihnachts- und Krippenspiele für Schulen entstanden später die Weihnachts- und Osteroratorien des 18. Jahrhunderts. Allerdings lagen lediglich die Wurzeln der Oper in alten Moralitäten und in der mittelalterlichen Neigung zur Lehrhaftigkeit mit seinen langen Reden. Der Librettist der Oper Christian Richter ersetzte sie hier durch dramatische Dialoge mit Zeilenrede, also einem schnellen Rednerwechsel. So wurde das Geschehen auf der Bühne auf neue Weise belebt. Diese erste Oper über Adam und Eva war in Hamburg so beliebt, dass ihr Text noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in der Hansestadt in Form von Schauspiel- und Marionettentheater immer wieder zur Aufführung kam. Leider sind weder Partitur noch die Bühnenbilder noch die Einzelheiten der ersten Opernaufführung erhalten. Das ist das Schicksal vieler Opernwerke aus den ersten 20 Jahren des Hamburger Opernhauses. Wir besitzen zum Glück das Textbuch mit vielen Anweisungen der Veränderungen der Bühne. Dadurch kann man sich ein ungefähres Bild der Aufführung zusammenreimen. Sah aber das Opernhaus aus. Es ist aus der Zeit nur eine Tuschezeichnung erhalten, worauf man einige Details des Baus an der Alster erkennen kann. Aber wirklich sich vorzustellen, wie die Oper am Gänsemarkt ausgesehen hat, ist kaum möglich. Das war die Extra-Folge zum 345. Geburtstag des Opernhauses am Gänsemarkt. Bis zum nächsten Mal. Fordert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturgemeinschaften, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.